Echte Wirtshauskultur trifft man hier im Bachlerhof in Kemmerton an der Ips. Es ist ein Landgasthof wie im Bilderbuch. Ein typischer Mostviertler Bauernhof, von jeher geführt von der Familie Bachler. Den Bachlerhof gibt es seit 1970 und ja, es hat mit einer Jausenstation begonnen und jetzt hat sich halt schon so ein Gasthaus entwickelt die letzten Jahrzehnte. Also ich habe von meinen Eltern 2016 den Betrieb übernommen, gemeinsam mit meinem Lebensgefährten Stefan. Stefan ist in der Küche, ich bin im Service und ja, meine Eltern helfen auch noch fleißig mit und ja, so meistern wir das. Junge, engagierte Wirtsleute führen nun gekonnt die alten Stuben, bleiben aber stets der Linie, ein authentisches Wirtshaus zu sein, treu. Im Bachlerhof macht aus, dass wir aus der Landwirtschaft heraus gewachsen sind und wir so einen typischen Vierkanthof haben und da nette Gaststuben herinnen haben und ein bodenständiges, gutes Essen, doch mit ein bisschen einem neuen, modernen Touch. Es ist ganz wichtig natürlich für das, was der Bachlerhof steht. In erster Linie die Erdbeeren und die Schweinezucht, was der Sinn ja die letzten Jahre aufgebaut hat. Das ist bei uns das Aushängeschild im Haus. Dann, ja, klingt vielleicht ein bisschen adroschen, Regionalität ist natürlich auch sehr wichtig. Wir schauen, dass wir so gut wie alles hier rundherum für regionale Zulieferer und Produzenten kriegen, wo es irgendwo möglich ist. Sei es Fleisch, Fisch, Gemüse, Säfte. Ja, was ist noch wichtig? Bodenständige Wirtshausküche. Das ist das, was den Gast, glaube ich, begeistern kannst. Aber wir probieren halt trotzdem ein bisschen um und um, dass wir nicht nur die bodenständigen Sachen, sondern wir schauen, dass wir gewisse Sachen vielleicht ein bisschen in die Moderne umholen. Mit regionalen Produkten und typisch Mostviertler Hausmannskost sorgt das Team vom Bachlerwirt bei Feinschmeckern für besondere kulinarische Momente. Daneben liefert die Küche auch kreative, elegante Gerichte. Wie schaut die Speisekarten bei uns aus? Ja, Speisekarten besteht aus alten Klassikern. Das heißt, der Schweinsbraten ist bei uns immer auf der Karte. Man wird fast immer einen Rindsbraten finden, wenn der nicht drauf ist. Dann gibt es irgendwelche Alternativen, sei es ein geschmortes Backerl vom Schwein, Kalb, geschmorte Lammstürzen. Ein Wiener Schnitzel, ein klassisches, das ist auch immer da. Und dann probieren wir, dass wir auch teilweise saisonal moderner bezogene Gerichte auf die Karten dann. Sei es dann ein rosa Brot, eine Angusbeirät oder eine gebeizte Ibstalforelle, Stundenei zum Beispiel, sagt die meisten zwar nichts. Ich komme dann immer die Frage, müssen wir auf das Ei wirklich eine Stunde warten? Nein, muss man nicht, aber das sind so modern angehauchtere Gerichte. Kommen bei den Gästen trotzdem sehr gut an und so macht es Kochen dann Spaß mit der Mischung. Eine Freude ist es hier im Bachlerhof, das wahre Mostviertel kulinarisch erleben zu dürfen. In allen Facetten, denn das wird hier stets im Auge behalten. Wir im Mostviertel bzw. der Moststraße haben super landwirtschaftliche Betriebe, wo man halt den Most oder bzw. Lebensmittel für einen beziehen kann. Sei es Spargel, Most, Obst, Gemüse. Das Mostviertel ist für einen Kocher super Speisekammer. Man hat sehr viele Gemüseproduzenten in der Umgebung. Man kriegt regionales, super frisches Obst. Fleischproduzenten haben wir, super Geschichten, Fisch, also im Grunde, man kriegt richtig fast alles, was man in der Küche braucht. Da muss man dann nicht weit über die Landesgrenzen rausgehen. Für mich persönlich ist Mostviertler landschaftlich gesehen super, ich tue jetzt nicht General von. Und da kann man sich im Mostviertel auch super austoben. Entweder rein in die Berg, ein bisschen auf und an, oder man bleibt Richtung Donau, Schiffloch. Also sehr abwechslungsreich. Mehr zur Wirtshauskultur des Bachlerhofs gibt es online auf www.bachlerhof.at.